Holz, Glas, Porzellan, Lebensmittel, Stoff, Metall, Stein. Hochwertiges Handwerk, kreative Einzelstücke und selbstgemachte Schmankerl. Das alles gab es wieder beim Windisch-Garstner Kleinkunstmarkt im ABP Burgers zu sehen und auch zu kaufen. Das Veranstaltungsduo Ulrike Aigner und Inge Lechner hat nach heuer wieder auf eine gute Mischung aus bewährten und neuen Ausstellern geachtet. Ebenso wie auf die Qualität der handgefertigten Produkte, die man hier erwerben konnte. Wir haben heuer am Kleinkunstmarkt erstmals einen Bauernmarkt mit regionalen Spezialitäten und Schmankerl, die bei uns so üblich sind. Wir haben heuer nicht nur Kinderbeschäftigung, sondern auch Erwachsenenbasteln. Und natürlich haben wir wieder total viele neue Aussteller, die teilweise auch von weit herfahren, weil sie eben gehört haben, dass der Kleinkunstmarkt sehr beliebt ist und gut besucht wird. Das Besondere am Kleinkunstmarkt ist eine gute Mischung von den Ausstellern, dass es handgemacht ist, dass es qualitativ ist, dass man spürt auch, er liebt es, er hat eine Liebe zu seiner Arbeit. Das ist eigentlich so das Geheimnis an der ganzen Geschichte. Zu sehen und zu kaufen gab es handgemachte Einzelstücke, die in dieser Form nicht im Geschäft ums Eck zu finden sind. Meine Mode ist insofern vertreten, weil ich aus Alttextilien, die ich verwende, also als Material, wieder neue Kleidungsstücke fertige. Mir geht es um die Wertschätzung auch des Materials, weil es gibt oft sehr gute erhaltene alte Textilien. Mein Handwerk ist grundsätzlich das Drechseln. Und ein bisschen immer die Natur mitspielen lassen bei meinen Werkstücken. So kommen die interessantesten Sachen raus, was beim Publikum sehr gut ankommt. Auch die Bauern aus der Region waren heuer erstmals vertreten. Bei mir kriegst du eigentlich von überall ein wenig was. Wir haben verschiedene Bauern, die was einfach solche Produkte herstellen, wie zum Beispiel da das Brot, das ist von Burgel, das ist ein Bauernbrot. Von der Radma drinnen haben wir einen Steirerkäse. In Honig haben wir selber, von der Laus da drüben haben wir einen guten Bauernbutter, Kropfen, Zwetschgenpanzen habe ich selber gemacht, von überall ein wenig was. Nicht nur die Produkte sind einzigartig, auch die Aussteller und das Ambiente sind etwas ganz Persönliches. Von Anfang an war da so viel Liebe dabei und so viele Aussteller, die das einfach mit Herzblut machen. Es sind natürlich Profis dabei und jeder in seinem Bereich ist ein Profi, aber jeder macht das einfach mit so viel Liebe. Viele Gäste aus nah und fern nahmen die Gelegenheit wahr, um hier die ersten Weihnachtsgeschenke oder ein nettes Präsent zu erwerben. Du, ich hab mir ehrlich gedacht, ich probiere mir die Weihnachtsgeschenke früher zu kaufen, dass ich den Stress im Dezember nicht mehr habe. Da findet man so super persönliche Sachen und aus dem kommt man nicht kommen. Also ich bin eine gebürtige Windisch-Gastnerin und ich wohne aber in Linz. Der Ruf ist auch schon nach Linz hinausgeeilt, dass es da einfach super Socken gibt. Und ich komme eigentlich jedes Jahr her, seit es ihn gibt, und kaufe brav ein, weil ich einfach wirklich voll schöne Socken finde. Echtes Handwerk mit Herz. Das war der Kleinkunstmarkt in Windisch-Garsten.